Oh, das kommt wieder. Du hast ein Schwert in der Hand. Ich habe ein Schwert in der Hand. Servus Leute und willkommen zu Hexit mit Vorsicht. Yeah, herzlich willkommen. Ja, ich habe schon vergessen, was wir eigentlich machen wollten, aber okay. Tanzen. Punchen. Och Mann. Ich wollte zuerst, oh Gott, jetzt hätte ich den Skype angerufen. Ach du Scheiße. Schreck mich doch. Scheiße auf Skype, Mann. Ach, scheiß drauf, ich lass es einfach laufen. Ja. Du wolltest mal noch erzählen, wie du zu so einem wunderbaren Sklaven wie mir gekommen bist. Ja, das war eines Nachts. Und da bin ich irgendwo rumgelaufen. Ne? Dann war ich in diesem einen Turm drin und da waren die Wolker drin. Da habe ich die alle umgebracht. So. Ich hab den Boss gekillt. Dann hat sich dort ein. Ja, so eine Falltür geöffnet. Und dann sah ich dort Sklaven. Und in Vorsicht, ich konnte nur einen mitnehmen und in Vorsicht habe ich mitgenommen. Und ja. Die anderen habe ich einfach so freigelassen. Damit hast du dir den schlechtesten Sklaven mitgenommen, aber du hast ja nicht auf mich gehört. Ja, nur ich habe nicht auf dich gehört. Das war scheiße. Aber warum auch? Ich bin ja auch nur dein Sklave. Wieso sollte man auch auf seinen Sklaven hören, gell? Ja. So, Meister. Ja, hallo. Haben wir das auch noch weg hier, oder? Ja, wir machen hier alles weg. Kompletten Berg. Das wäre ein bisschen zu heftig, oder? Oder was denkst du? Ich meine, du hast einen Sklaven, ne? Der kostet nichts. Oh, okay, dann kannst du alle ganzen Berg abbauen. Alles klar. Die ganze Welt hier. Bis nach ganz unten zum Bett kommen. Ich mache alles weg. Echt? Wenn du das so wünschst, Meister, dann mache ich das. Hör auf mit dem Meister, Alter. Jawohl, Meister, ich hör auf. Ja. Okay. Mir fällt echt nichts mehr an. Ja, nicht, oder? Ich kann hier nur die Erde. Ich kann nur die Erde kloppen und die Elevator-Musik hier im Hintergrund lassen. So, ja? Ja, Elevator-Musik. Kein Problem. Mach ich mal rein. Apropos Elevator-Musik, ich kann nur Gladas neuestes Video empfehlen mit Warphase. Stichwort Elevator oder Aufzug für die kein Englisch können. Absolut. Hashtag Elevator genial. In die Kommentare, bitte. Oh ja, bitte. Hashtag Elevator. Ich hab's gefeiert. Ja. Ich hab's auch am Anfang gefeiert. Das ist auch noch weg? Ja, genau, das ist auch weg. Auch noch weg. Wegen Baum und so, verstehst du? Ah, Baum. Nee, wieso? Nicht, nö. Warum? Wegen Baum? Weil Baum. Okay, wegen Baum. So, ich meine älteren Videos wegen Baum gelöscht habe. Wegen Baum. Wegen Baum, ja. Wegen Baum. Okay. Das sieht nicht schön aus. Setz mal künstlich hin. Ja, okay, jetzt. Da fällt mir ein, ich habe in meinem Minecraft-Tagebuch auch noch einen schwebenden Baum rumstehen. Das muss ich auch mal noch korrigieren. Echt? Ja, habe ich. Künstlich erschaffen. Einen großen künstlichen Baum. Musst du mal machen. Selber erbauen. Ist meine Schaufel kaputt? Nein. Ach, das hin. Meine Schaufel, die ich von meinem großen Meister bekommen habe, ist auch bald kaputt. Ja, hier ist eine neue. Sklavenwerkzeug. Hör auf mit dem Meister. Hör damit auf. Hör damit auf. Ja, Meister. Diese Logik dahinter. Ja, Meister. Hey, ich habe einen schwebenden Baum erschaffen. Echt, wie das denn? Mal gucken, vielleicht habe ich noch falsches Holz. Ich habe hier noch Holz. Eichenholz. Ach, ich glaube, das ist sogar ein Eiche. Ein Eichenbaum. Eiche. Jetzt. Guck dir den Scheiß an. Warte mal kurz. Ich korrigiere das mal. Och nö. Okay, warte mal. Warte, ich hab was. Ja, ich hab auch eine Idee. Warte, ich hab eine Idee. Ich hab eine große Idee. Warte, jetzt kommt. Moment. Oh, fuck, ich bin runtergeflogen. Scheiße. Oh, fuck, wo bin ich denn hin? Hey, hier ist Eisen. Geil. Ich baue mal Eisen ab. Ja, ganz gerne. Darf ich, Meister? Ja. Du kannst alles abbauen, was hier gibt. Außer Haus. Außer das Haus darfst du nicht abbauen. Wieso geht das nicht weg? Warum? Hä? Muss ich eine gewisse Spitzhacke haben? Vielleicht ist dein Inventar voll, oder? Nein. Aber wenn ich das abbaue, das kommt wieder.
Du hast ein Schwert in der Hand. Ich habe ein Schwert in der Hand. Ja. Ich hatte gerade eben aber noch eine Spitzhacke in der Hand. Jetzt ist sie weg. Jetzt mal ohne Scheiß, das war voller Bug. Warte mal kurz. Das ist so unlogisch gerade. Es war ganz ohne. Ey, das muss ich in meiner Aufnahme wieder angucken. Ich hatte gerade eben eine Spitzhacke in der Hand. Wo ist die jetzt hin? Verarschst du mich gerade oder irgendwie? Hast du mir das geklaut? Ohne Mist, das war gerade die geilste Aktion, die ich jemals gesehen habe. Ja, okay, nicht die geilste, aber läuft. Ich dachte, hab sie weggeschmissen, oder? Was? Hab ich sie weggeschmissen, ich Idiot. Oder was? Wie, wo? Ah, nein, du hast bei dir so ausgesehen, gleich von vornherein, dass ich mit dem Schwert auf dem Scheißding war. Ja. Ey, das war eine Spitzhacke, ich schwör's, Mann. Ich bin ein Sklave, aber nicht dumm. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Ich schau nur, wie das aussieht. Jetzt kommt es aus, zu dem Schwert genommen. Ach, hat die Fresse. Was wär's jetzt? Was wär's jetzt? Ja, Meister. Ich hau ab. Jetzt? Ich baue jetzt den Berg ab. Ist mir egal. Ich bin beleidigt. Toll. Schaufel kaputt. Ja, yes, man. Ich hab dir noch eine gegeben. Das war auch die andere, wo noch nicht ganz weg war. Achso. Okay. Gibt's auch nicht. Der Meister arbeitet mehr als du. Wow. Ja, finde ich gut. Also, gute Schaufel. Arbeitsbedingungen. Boah, ich hau's gleich hier wieder runter. Das ist keine gute Idee. Yeah. Yeah. Dann noch dieser Kackfleck. Ja. Ja, das war's mit der Folge. Mit der Erdblock-Folge. Warte mal, nee, doch nicht. Wir fangen an, unser Haus zu bauen. Komm. Wir fangen damit an, unser Haus zu bauen. Ja. Aus Oak Plants. Planks. Jasse. Oder nee, Moment mal. Ich mach schon mal einen Umriss. Mhm. Ja, so. Achso, du hast alles auf Englisch, oder? Ich hab's auf Deutsch. Ja. Yeah. Wirklich? Ja, natürlich. Bist du ganz sicher? Ja. Yeah. Ich klatsch den Umriss jetzt einfach so drauf. Shit, ich depp. Jetzt habe ich mein einziges Holz, was ich hatte, zu Druckplatten verarbeitet. Oh, fuck. Ah, das ist nicht eine gute Idee. Ey, du hast ja, glaube ich, echt den dümmsten Sklaven mitgenommen, wo du gefunden hast. Ich muss kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 79, 35, 76, 89, 95, 22, 73, 86, 99, 26. Warte mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 30, 91, 54,5, 5, 3 Viertel, Wurzel aus 83, Wurzel aus Pi, 5 Achtel, 39 Sechstel. Ich check doch nichts, was du sagst. Ich auch nicht, ist auch egal. Aber ich find's krass, dass du dich nicht ablenken lässt. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung-Fu-Konzentration halt. Ja. Zwei, Meister, welche Bäume darf ich abholzen? Du darfst jeden Baum abholzen. So das Haus. Das Haus ist zwar auch ein Baum, aber ich werde hier wieder ins Sklaven. Was ist das für ein verwendetes Scheiß? Hast du zufälligerweise eine Axt für deinen Sklaven? Ja, ich glaube. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, da musst du mal hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann passt es ja. Glaube ich. Ja, ich glaube es zumindest. Aber man merkt, dass ich absolut der Scheiß-Noob bin. Warum? Oh mein Gott, hier sind drei Skelette. What the fuck? Warum fliegst du da runter? Keine Ahnung. Oh, ich hab grad One-Hit-Kill gemacht. Hammer. Wow, leck, das ist ein volles Loch. What the fuck? Ich hab's überlebt. Ey, du bist mein Meister. Ich weiß. Ey, das sind Diamanten, oder? Nein, das sind Redstone. Nein, aber hier oben sind Diamanten, neben dem Redstone da oben. Echt, die sind Diamanten? Ja, ohne Scheiß, Mann. Wie ohne geil. Das war echt ein geiler Platz, du. Ja. Ausgesucht, ja. Ey, ja, voll genial. Ja. Das ist Eisen, oder? Nee, was nicht? Das sind Diamanten. Sag ich doch. Aber ich mach mal hier Holz und so, ja? Du machst hier die wichtigen Sachen, ich mach Holz. Oh, endlich mal hat er aufgehört anzurufen, ne? Hat er angerufen? Ja. Ich pflanze hier mal irgendwo noch einen Baum hin. Vielleicht wächst der.
Jojo. Achso, ich wollte aber noch hier Crafting Table. Wo ist denn dein Crafting Table? Ich baue selber. Crafting Table ist da irgendwo. Ich hab's abgebaut. Ich baue mir einen selber. Wo habe ich eigentlich das? Achso. Oh Mann, ich bin so unkoordiniert. Oh, wäre ich jetzt runtergeflogen, wäre ich jetzt tot. Tu das nicht, lass mich nicht alleine. Doch. Ich hab doch keine Ahnung. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte mir... Ach, eine Axt hier zum Holz und so. Axt, Holz, Holzaxt. Warum brauche ich mir eine Holzaxt, wenn ich Stein haben könnte? 2, 3, 4, 5, mir egal, Holzaxt. 8, 9, 10, 11, 12, ach, fuck, man. 15, 15, 16, 17. Holz, dann Axt, 18, Baum, 20. Baum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Alter, 27, what the fuck. Ich bin mal so gespannt, was du hier planst mit deinem Haus, unserem Haus, oder halt, ich kriege ich eigentlich auch eine Hütte oder sowas nebendran? 6, 7, 8, 9, 10, eine Garage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23. Ich sehe nichts mehr. Also jetzt den Mond. 24, 25, 26. Ich sehe eine UFO-Kiste. Guck dir das an. Ich komme nicht mehr ran. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu übertrieben. Wow, fuck, was geht? Da ist ein Zombie in dem scheiß Busch drin. Jetzt im Augen Kack. Was geht? Wieso erschreckt er mich so? Das ist nicht mal ein Horrorspiel und ich erschrecke wie blöd. Was? Echt? Ja, holy shit. Was ist denn das? Keine Ahnung, was ist das? Jetzt ist tot. Was geht? Was geht? Naja, wie lange läuft eigentlich die Aufnahme? Keine Ahnung, du bist der Meister. Echt? Der Meister ist ziemlich unkoordiniert, ja? Mir egal. Für dich gehe ich auch unkoordiniert in den Tod. Schön gesagt. Ja, gell? Okay. Aber nicht schön genug. Ach, nö. Ich kann noch nichts dafür, dass ich hässlich bin, gell? Da muss ich gerade lachen, sorry. Ja, mach nichts. Ich hatte eine schwere Kindheit, weil ich so hässlich bin. Nein. Ja, das ist der Vorteil bei YouTube, wenn man keine Facecam hat, kann man so hässlich sein, wie man will. Interessiert keinen Schwanz. Aber dann kommt es irgendwann, wenn du mal so 100.000 Abonnenten bist, ne? Alle hoffen, dass du Facecam, sexy Facecam, und so. Facecam, ja. Ja, und alle hoffen, dass du so sexy bist, ne? Ja, und die ganzen Mädels, ja, ich will ein Kind von dir. Und dann machst du postest ein Bild und so. Müssen die kotzen. Gute Idee. Dann kommen auf einmal D-Abos und so. Ja, D-Abos, ja. Ey, aber es wäre schon geil, wenn man so... Ich hätte eigentlich schon längst vorgehabt, ein Facecam zu machen, aber ich habe kein Geld mehr. Ich hab ja 300 Euro für dieses Mikrofon ausgegeben. Also ich finde auch Mikro ist wichtiger wie eine Facecam. Ja, ich weiß, aber 300 Euro? Für eine Kamera oder was jetzt? Oder meinst du fürs Mikro? Nein, für Mikrofon. Nein, das ist gut, das ist sehr gut. Wirklich? Also ich glaube das nicht. Also ne, ohne Scheiß, dein Mikro, wo du hast, das ist einfach so affengeil. Wirklich? Das wird dir auf jeden Fall deine komplette Let's Player-Karriere dienlich sein, da bin ich mir sicher. Ich weiß. Also wie gesagt... Bis ich sterbe. Außerdem habe ich die 10 Jahre Garantie, also wenn ich jetzt kaputt mache, dann kriege ich sie wieder einen neuen. Ja eben. Also wie gesagt, Also ich habe mit einem Kumpel zusammen, haben wir auch unter anderem auch dieses Mikrofon dabei gehabt, wo wir eine Band aufgenommen haben. Also weiß ich nicht, ob ich 10 Jahre weiter YouTube machen werde. Das weiß ich nicht, das ist mir ein Rätsel. Ja, das sieht man dann, oder? Ja, das wird man dann sehen. Aber ob es man sehen kann, also ob es man sehen wird, weiß kein Schwein. Ja. Ich meine ich. Wo bist du eigentlich und was machst du? Ich bin da hier hinter dir. Ah, ich glaube, ich brauche eine Kiste zu meinem Scheißdreck reintun. So. Falls ich dieses Loch unterfall und dann sterben sollte. Ja, aber wir haben eine schwebende Kiste, die ist schön. Ja. Yeah.
Die sieht sehr, 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 sehr gut aus. Ist da noch Platz drin? Kann ich auch noch was reinschmeißen? Ja, kannst du machen. Also, genug Platz. Was soll ich da reintun? Einfach alles. Alles, was du hast, alles, was du nicht brauchst. Ich brauche doch nichts, was brauche ich denn? Dann später sortieren wir alle. Außerdem, wenn du Maus-Mittelklick machst auf die Kiste, dann sortiert sich alles automatisch. Ja, mir doch egal. Jetzt hat sich sortiert. Ich habe auch dein Glowing Brot wieder reingeschmissen. Ja, ich glaube, es hackt. Warum? Ich glaube, es hackt. Ich werde wieder angerufen. Sag mal, ich glaube, es hackt wirklich, Mann. Ohne Scheiß. Aber doch nicht, wenn du eine Aufnahme machst. Mann. Ja. Also, falls du Holz brauchen solltest, hey, scheiße, wo habe ich meine Holzaxt hin? Ist die kaputt? Meine Holzaxt ist weg. Ich klau mir mal Stein und mach mir eine Steinaxt. Naja, ich mach hier nur noch Boden fertig und dann war's das, glaube ich, mit der Aufnahme. Dann war's das doch schon, okay? Aber dann kann ich ja. Dann war's es ja schon, ja. Dann kann ich mir in der Zeit trotzdem noch eine Steinaxt bauen. Jetzt werde ich auch angeschrieben, leck mich doch. Du hast halt einfach diese geilen Fans, die sind so scharf auf dich, die wollen permanent mit dir in Kontakt sein. Ja, vor allem, wenn man viermal angerufen wird hier im Let's Play. Ja, extrem. Guck mal, ich habe eine Steinaxt. Habe ich mir sogar selber gemacht. Habe ich alles von dir gelernt, Meister. Ja. Dein Ernst? Ja, natürlich. Wie hast du nur denn die Bäume bei deinem Tagebuch gemacht? Was, wie ich die gemacht habe? Wie du die abgebaut hast, die mit Bäume. Mit der Karatehand, okay? Ja, natürlich. Voll, hier so. Und du hast die mir abgeschnitten? Ja, absolut. Okay. Langsam hackt's. Man muss doch langsam checken, dass man nicht gestört werden will, oder? Wenn man nicht annimmt. Jetzt werde ich schon wieder angeschrieben. Leck mich doch. Ja, das sind wahre Fans. Ja, das sind wahre Fans. Wirklich wahre Fans. Du musst dir immer nur vorstellen, je nach deiner sexuellen Neigung, von diesem Geschlecht in bestem Aussehen. Ich sehe gut aus. Ich sehe sehr gut aus. Nein, ich meine, der oder diejenige, wo dich anruft, weißt du, quasi. Ach so, ja. Die stellen sich mich? Habe ich es jetzt gerade richtig gesagt? Ich weiß nicht, ob die sich dir geil vorstellen oder ob du sie, du dich sie geil und so. Nee, ja. Ach Gott, das Deutsch. Ob die Leute mich geil vorstellen. Keine Ahnung. Also, von meiner Stimme her, keine Ahnung. Aber ich muss schon sagen, die humorvollsten sind immer die sexiesten. Oh ja. Oh ja, muss schon sagen. Ja. Yeah. Mhm. Oh, ich bin ein professioneller Bodenverleger, siehst du das? Ja. Jetzt kannst du ja hier mal alles Bodenverleger. Obwohl, von wegen professionell, Alter. Kriegst du den Scheiß? Oh, what the fuck? Oh Mann. Mehr damit beschäftigt, den Scheiß wieder abzubauen, als das. Ja, egal. Ja, jetzt hätte es doch kommen können, ne? Das ist der letzte Wooden Plank Field. Also, dann würde ich mal sagen, wir beenden diese Folge. Ja, auf jeden Fall. Auch mit diesem schönen Sonnenaufgang. Ah, das ist Aufgang, ja, gell? Ja, aber jetzt muss ich schon wieder ankaufen. Leck mich doch. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, es war's heute. Guckt nochmal bei Vorsicht vorbei. Er hat richtig geile Audioqualität, sogar vielleicht auch besser als meine. Nein, habe ich nicht, weil mein Mikro nicht so teuer war wie deins. Ja, okay, das ist schon warm. Ja, okay. Guckt bei ihm vorbei. Und da würde ich mal sagen, bleibt schon fröhlich. Und vorsichtig. Ja, und vorsichtig. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es heißt... Auf die Fresse mit uns beiden. Nein. Exit. Ey, da muss ich immer so einen YouTuber nachmachen, der heißt Sarazan. Ja, okay, tschüss. Ade.